Und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Und ja, im letzten Part sind wir an dieser gigantischen Wendeltreppe angekommen. Ich kann sie nochmal zeigen. Boah, vor allem die ist kaputt. Hallo. Die sollte mal wieder restauriert werden. Was ist das denn für eine Instandsetzung hier, ey? Das geht ja überhaupt nicht. Der Typ sollte verklagt werden. Der dafür verantwortlich ist. Gut, ich glaube, die Fledermaus sollten wir vorerst runterschießen. Wenn ich sie denn mal treffe. Hallo, Fledermaus! Ich sehe es kommen. Am Ende fehlen mir noch irgendwie wieder Pfeile. Fledermaus! Ach komm, leck mich doch. Da habe ich jetzt keinen Nerv drauf. Auch wenn sie uns den treffen sollten, ist mir das jetzt relativ piepe. Zack! Und... ach, schön. Gut, jetzt kommt her. Zack, ihr kleinen Biester. Wir laufen weiter die Wendeltreppe hoch. Probieren mal einfach, ob der magische Krug hier was ausrichten kann. Ich meine, warum kann man das denn dann machen, wenn es nichts bringt? Obwohl, eigentlich schön. Das gibt dem Spiel irgendwie so mehr Freiheiten. Du kannst etwas tun, was dir einfach nichts bringt. Ja. Es macht einfach das Spiel ein wenig logischer, aber es enttäuscht einen auch ehrlich gesagt mehr. Aber egal. Wenn die Fledermäuse uns nicht haben wollen, laufen wir einfach die Treppe immer weiter höher. Und ich hätte schon fast Angst gehabt, dass unsere Ausdauer hierfür nicht reicht. Und wir dann genau im Sprung keine Ausdauer mehr gehabt hätten und voll darunter gekracht wären. Und das hätte sicherlich wehgetan, wenn wir gen Boden geflogen wären und auf der Oberfläche aufgeschellt wären. Aber egal, wir sind oben angelangt, gehen durch die Tür und dort ist wieder eine Steintafel und der Raum sieht ziemlich duster aus. Chappen, chappen, duster. Aber egal, lesen wir einfach mal das Schild. Führe das Licht dem Weg der Flügel folgend, leuchte alle Statuen, so wirst du den Schatz des Königs erblicken. Zumindest erzählt man sich das so. Gut, dann haben wir hier noch was zum... Oh. Hallo, was ist das denn? Oh. Oh nee, nicht ein Rätsel. Och Leute. Ja. Leute, ich weiß noch gerade nicht wirklich viel damit anzufangen. Aber ich aktiviere einfach mal alle. Hä? Was habe ich denn falsch gemacht, bitteschön? Hallo, was habe ich denn falsch gemacht? Anscheinend müssen wir die richtige Richtung gehen, aber... dafür müssen wir erstmal hier eine Bombe machen. So, zack. So. Dann, denke ich mal, gehen wir einfach mal den richtigen Weg dann. Irgendwas müssen die Statuen ja dann wohl anzeigen. Oder ich weiß nicht, ob wir die Statuen noch verdrehen können. Die sehen so verdrehbar aus. Zack. Und ja, dann denke ich jetzt mal der hier unten. Aber ich weiß es nicht mit Sicherheit zu sagen. Ah, nee. Ach. Oh, das ist ja noch einfacher, als ich dachte. Habe ich ja viel zu kompliziert gedacht. Die Dinger, die haben eine Anzahl von Flügeln. Also der hatte keine... Der hat hier eine, dann da hinten, der hat zwei, dann drei und dann vier. Und ich dachte irgendwie was mit Richtungsangaben. Die einen irgendwie, ja, egal. So, zack, aktivieren wir den noch. Lala, guck mal, so einfach geht das. Und dann jetzt nach oben. So, zack. Und nun? Hallo. Jetzt geht das auf. Und wofür ist der Wurm jetzt auf der rechten Seite? Warum frage ich eigentlich und mache meinen Mund auf? Warum? Gut. Dem Wurm, den hauen wir jetzt voll kaputt. Ich hoffe, er kommt uns nicht entgegen. Das wäre suboptimal. Und wir haben Glück. Zack. Volldruff. Dann schneiden wir ihm hier nochmal den Weg ab. Ja. Ey, na. Nee, komm nicht nach hier. Nein. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Bitte. Oh, er hat uns gesehen. Und er hat uns voll in den Popo gebissen. Der kleine Käfer, du hier. So. Zack. Dich haben wir nochmal erwischt. Wird er eigentlich schneller, wenn er kleiner wird? Sieht so aus, ne? Komm nicht nach oben. Perfekt. Ey, wo gehst du hin? Ey, ich hasse das, wenn wir gerade rückwärts... Wir sind gerade rückwärts am Kriechen. Jetzt wart doch mal kurz. Nein, 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 nein. Ah, ciao.
War nett dich. Oh, er hat uns gesehen. What the? Hallo? Ah, er ist hängen geblieben. Er ist hängen geblieben. Also nicht im Sinne von hängen geblieben, aber hängen geblieben halt, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, jetzt komm jetzt. Oh. Wir kriegen dich schon. Ey, das ist ein Endlosspiel. Das ist ein Nullsummenspiel. Das geht ja nie auf. Und zack, wir haben ihn voll erwischt. Ah, du kleiner Käfer. Und ja, jetzt können wir zurück und ich traue mich schon gar nicht, über so ein Schalter zu laufen, weil ich Angst habe, dass da alles wieder von vorne losgeht. So, hier graben wir uns noch einmal kurz aus der Erde wieder hinaus, um jetzt an den Masterschlüssel zu kommen. Oh, schön. Ey, Link. Lass das sein und steck das weg. Und mach das auf und hol es raus und halt es gegen Luft mit deiner Jingle, präsentier es. Du hast den Mysterienkristall erhalten. Einige der schwach leuchtenden Kristallquadrate scheinen zu fehlen. Das ist nicht euer Ernst. Ich hasse euch. Ich hoffe, der funktioniert trotzdem. Wenn ich jetzt die anderen Kristalle noch suchen muss, dann ist vorbei. Dann ist vorbei, das sage ich euch jetzt einfach mal so. Wir schreiten durch die Tür, hoffen, dass wir dann in der Nähe von der Master-Tür rauskommen. Aktivieren noch diesen kleinen Schalter. Sehen der Tür dabei zu, wie sie sich öffnet. Wobei ich ehrlich gesagt finde, wenn das, was man betätigt, in unmittelbarer Nähe von dem Schalter ist, müssen die das nicht extra in einer Cutscene zeigen. Ich meine, wenn die Tür 100 Kilometer weiter weg ist, dann ist das in Ordnung zu wissen, wo es denn passiert ist. Aber in dem Sinne, nein. Das braucht man nicht, ehrlich. Das stört nur. Aber egal. So, hier möchte ich nochmal kurz gucken, was denn jetzt auf der rechten Seite war. Da hatte ich ja eben gar nicht so genau drauf geachtet. Ich will da landen. Da könnt ihr aber Gift drauf nehmen. Zack. Ach. Ach Leute. Jetzt fällt es mir gerade erst wieder ein. Spring in den Mund der schlafenden Statue. Oh. Ey, das war vorhin nur Zufall, dass ich nach links gesprungen bin. Also im letzten Part. Ich hab da gar nicht drauf geachtet, dass das die Statuen sein sollen. Ich hab einfach nur... Ja, ich wollte einfach nur runterspringen, weil es so aussah. Gut, dann, ja. Ja, was soll ich noch großartig dazu sagen? Ja. Ich bin gerade überlegen, ob wir in der Zeit den Endgegner noch meistern. Aber gucken wir einfach mal, ob der Schlüssel passt. Wir drehen das gute Ding einfach mal. Ja, es muss auf jeden Fall schon so und dann nochmal... So, komm. Um 180 Grad nochmal drehen. Und, ey. Ey, die Rätsel, die wurden ja immer leichter. Aber da fehlen echt Teile. Aber das scheint... von großer Bedeutung gewesen zu sein. Und ja, Leute. Mein PC hatte gerade wieder geleckt, wie ihr gesehen habt. Und da ist wieder Girahim. Ich mach gleich noch mal einen kurzen Schnitt. Na, Xerox, du lebst auch noch? Treffen wir uns also schon wieder. Und ja, das ist Girahim. Aber ich mach jetzt gleich einen kurzen Schnitt, damit nicht zu viel asynchron wird, falls irgendetwas asynchron war. Also, bis gleich. Ciao. Und ja, da sind wir auch schon wieder zurück, direkt. Und mal gucken. Girahim also wieder, ja? Treffen wir uns also schon wieder. Ich hoffe nur, er redet diesmal nicht ganz so lang wie beim letzten Mal. Dass wir uns andauernd über den Weg laufen. Der Faden des Schicksals scheint uns miteinander zu verbinden. Sieh dir das an. Ja.
Da ist wahrscheinlich die Göttin in der Mitte. Das Schoßhündchen der Göttin Impa oder das Zeitportal, das sie zerstört hat. Ist es möglich, dass noch ein weiteres existiert? Vortrefflich. Ich habe eine Ewigkeit nach einem zweiten Zeitportal gesucht. Oh, wir wissen, wo eins ist. Aber es gab nicht die kleinste Spur. Ich war geradezu verzweifelt. Ich fragte mich sogar schon, ob ich dieses süße Mädchen je wiedersehen würde. Aber nun, eine solche freudige Nachricht. Es gibt noch ein Zeitportal. Wieder da hängt. Wie der einfach nur mit uns spielt, der Girahim. Der hätte Link jetzt so leicht töten können. Aber schön. Um mein König wieder in diese Welt zu bringen, ist dieses kleine Mädchen unerlässlich. Und jetzt ist dieses Ziel zum Greifen nah. Die Verzweiflung weicht von mir. Aber was mache ich nun mit dir, lieber Xerox? Wenn ich mich zitieren darf, ich versprach, ich würde dir dein Leben zur Hölle machen. Was würdest du sagen, wenn ich dies zurücknehme? Sollen wir jetzt für dich arbeiten? Spuck einfach nur aus, wo sich das Zeitportal befindet. Mir kannst du es doch sagen. Du weißt doch, wo es ist, oder nicht? Ach, du kleiner Trotzkopf, da muss ich dich eben zwingen, es mir zu sagen. So, Girahim, diesmal machen wir dich verdammt nochmal fertig. Na, die sanfte Haut, diese geschmeidigen Muskeln, wunderschön, sieh nur genau hin. Oha, warum hast du schwarze Arme? Das bin ich, meine wahre Gestalt. Ein makelloser Körper, ein bildhübsches Äußeres. In dieser Gestalt fehlt es mir nur an einem. An was denn? An Erbarmen. Ach, erzähl doch keinen Stuss, Girahim. Wir sind durch den Faden des Schicksals miteinander verbunden. Xerox, dieser Faden... Ich werde ihn mit deinem Blut färben. Aber nicht, wenn ich den Faden vorher trenne. Aha, aha. So, Girahim, und du machst dasselbe wie beim letzten Mal. Ach, du bist so schlecht. Du hast einfach keine Schnitte gegen uns. Vielleicht hätte ich vorher meine Wii-Fernbedienung noch einmal kalibrieren sollen. Aber egal. Zack. Oh, Leute, ich mach... eigentlich ungern einen Schnitt, aber ich sehe, wir müssen gleich auf jeden Fall einen Schnitt machen und... Oh, dieser erbärmliche kleine Stinker. Was macht der denn? Diesmal werde ich auf jeden Fall nicht so schlecht sein wie beim letzten Mal. Hey. Ich werde bei ihm nicht draufgehen. Hey. Aber es sieht gerade nicht danach aus. Zack und... Ah ja, jetzt habe ich mich gerade wieder daran erinnert, wie ihr denn ging. Hey, lass das los! Lass das los, verdammt! Hey, du Hund! Hey! So, zack. Genau, so ging das. Aber er will doch nicht jetzt genau dasselbe machen wie beim letzten Mal. Hey! Hey, nein, ich hab da gar nicht hingehauen, du Hund! Du lass das! Zack! Hey, nein! Girahim! Du siehst cooler aus als beim letzten Mal, aber mehr auch nicht. Hey, deine Dinger da links und rechts, die stören! Girahim, jetzt komm! Ich blamier mich hier voll und du bist schuld. Hey, warum schießt du nur einen? Das ist unfair. Hey. So, jetzt hier. Nach da, nach da, nach da. Und zack. Ja, Girahim. Aber ich wette, der hat noch irgendwas auf dem Kasten. Er hat definitiv noch eine andere Form, so wie Ganon oder Vati. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Dass er noch eine... So... Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, er könnte sich noch in eine Art Spinne verwandeln, aber... Ja, vor allem gibt es auch mehrere Anhaltspunkte eigentlich dazu,
warum ich denke, dass er noch eine Spinnenform haben könnte, aber kann natürlich sein, dass ich wieder den allerletzten Stuss erzähle, wie ich es denn des Öfteren gerne tue. Und zwar war der erste Tempel eigentlich ein Spinnentempel und ich hatte als Endgegner eine Spinne erwartet. Und Nintendo hat uns das genommen, indem Nintendo uns da ein Giraim hingestellt hat. Oh nein, oh, Hilfe. Und ja, deswegen müssen wir uns im letzten Tempel, wo Giraim eigentlich der Endgegner ist, die Spinne zurückgeben, die sie uns genommen haben. Vielleicht hat Giraim bis zu diesem Zeitpunkt noch im Waldtempel gewohnt. Alter. Okay, er hat seine Schwerter wieder. Und Leute, das ist für mich der Moment, in dem ich sage, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn es dann heißt, wir zerschmettern Giraim. Und diesmal hoffentlich richtig. Also, ciao!